Hallo und herzlich willkommen zum neuen Repaint-Update. Das ist jetzt die Fortsetzung vom anderen. Und zwar seht ihr jetzt hier schon vorne ein neues Repaint und auch einen Halscast und einen Minencast. Und sie heißt Faila. Sie ist zu einem Fliegenschimmel repainted worden. Übrigens mein erster Fliegenschimmel. So sieht sie von der anderen Seite aus. Und ich finde, sie ist richtig süß geworden. Ich zeig mal ihr Gesicht näher. Also, ich habe hier einen Mähnen und einen Halscast. Und das ist ihr Gesicht von der anderen Seite. Dann kommen wir auch schon zu ihm. Der passt gar nicht ganz aufs Bild, ich muss die Kamera selber halten. So. Das ist ein Cast, also Beincast und Ohrencast. Und er wurde zu einem Schimmel repainted. Das könnt ihr ja auch in den Videos von meinem Adventskalender nachschauen. Das Modell weiß ich nicht, weil es kein Schleich ist. Und Details kann ich euch jetzt leider nicht so gut zeigen, weil ich mit einer Hand die Kamera halten muss, aber ich hoffe, man erkennt seine Augen und seine Blässe. So. Und noch die andere Seite. Und er heißt übrigens Favori. So, dieses kleine Repaint hier ist aus dem Modell von McDonald's, also aus der trabenden Shetland Pony Stute. Ich habe ihr die Beine gecastet, alle vier, glaube ich, oder nur drei. Und ich habe die Mähne gecastet und den Hals, sodass sie jetzt so zur Seite guckt, so süß. Sie ist zu einem braunen repainted worden und hat eine leichte Schäckung. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde sie einfach nur richtig süß. Hier sieht man noch ihr Gesicht. Und hier die andere Seite. Und sie heißt Lola. Das nächste Repaint ist ebenfalls wieder ein Halscast und ein Minencast. Und irgendwie ist das Bild ziemlich verzerrt. Eigentlich ist der Hals nicht so lang. Das ist aus einem älteren Repaint von mir. Ich weiß nicht, ob man sie noch kennt, aber ich blende mal ein Bild ein. Die hieß früher mal Milka, wegen ihren Gamaschen und der Fliegenmütze, weil sie so lila Milka-farben war. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie weiter Milka heißen soll, weil sie hat jetzt keinen Bezug mehr zu Milka. Oder ob sie einen anderen Namen haben soll. Ihr könnt ja mal Vorschläge in die Kommentare schreiben. So sieht sie von der anderen Seite aus. Sie ist zu einem Falben geworden mit Dapples und einem richtig süßen Gesicht. Hier. Und auch das Abzeichen vorne und die Seite. Dann kommen wir zu Enzo. Er hat keinen Cast, ist nichts Besonderes, hat ein Beinabzeichen und hier vorne einen Haken als Abzeichen. Dann seine Real Eyes. Hier und hier. So sieht er von der anderen Seite aus. Alle Repaints, die in letzter Zeit entstanden sind, die ich in diesem und auch im letzten Video gezeigt habe, sind übrigens alle mit Pastellkreide gemacht. Außer den fünf Pferden wollte ich euch jetzt noch ein anderes Repaint zeigen. Das habe ich leider nicht mehr. Das war ein Auftragspferd. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil ich finde, er ist ziemlich schön geworden. So einen schönen Palomino hatte ich noch nie.
Ich bin ziemlich stolz auf ihn und ich werde euch ein paar Bilder einblenden. So, ich hoffe, man sieht alle einigermaßen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir ja Videoideen in die Kommentare schreiben, was ich so in Zukunft machen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!